Alles voll. Ich brauche meinen Kaffee. Ich will laden. Ich will föhnen. Wir haben doch immer Strom. Dank der mobilen Stromversorgung von WCS. Guten Morgen, ja, na, ist schon wieder. Die Brennstoffzelle geht heute wieder raus. Kann ich hier nochmal zeigen. Das war ja jetzt nur, wie verhält die sich im Reisemobil? Die hat jetzt 4 Tage. Guck mal, was ich da an Methanol verdonnert habe. Gelaufen ist ruckzuck, ist die Batterie voll. Und die geht jetzt raus. Der Thomas möchte da was umbauen, weil das ist eine 24 Volt Brennstoffzelle. Wir haben aber in den meisten Fällen 12 Volt Fahrzeuge. Und ja, dann schauen wir mal. Ich habe schon 2, 3 Bestellungen. Das wird ja nie ein Massenprodukt. Ne? Ich meine, so ein Ding kostet ja, ne? Wenn man mal bis zu 60 Ampere Ladestrom, ist schon eine Liga, ne? Ruhig und hörst nichts, stinkt nichts, ne? Das ist Brennstoffzellen, das ist dann die Zukunft, ne? In dieser Liga, große Leiter und so, also ich habe, wie gesagt, ne? Sogar eine im Bürsten, ne? Wir haben jetzt einen Kunde, der macht uns schon verrückt, ich sage, ich weiß nicht, wie weit ich dann bin, da kann man sie einbauen, ne? Nochmal gehört, wie man so machen könnte. Das haben wir so relativ auf die Schnelle gemacht. So, der Dirk Schreiner hat ja mal eben so ein Gehäuse. Ja, ich baue die heute aus und die geht dann am Montag weg und dann schauen wir mal, was daraus wird. Und wir melden uns dann nochmal. Ne, Leon, wir melden uns dann nochmal, ne? Ja. Wir melden uns nochmal. Daumen hoch, ne? Unglaublich. Hallo, liebe Camper. Der Florian möchte euch heute noch so ein bisschen was von den Autos zeigen. Hör auf zu lachen, Helge. Und komm, weg hier. Hör mal, ich habe gestern, Florian, in einem Video habe ich wohl gesagt, Spinner. Gut, wenn das einem irgendwie aufstößt, entschuldige ich mich. Ne? Also, aber bitte, ihr müsst auch mal die Handbremse anziehen. Der Spinner aus Goch, der Blödmann, der Alte und der Fette. Ja, dann ist doch klar, dass man mal irgendwann mal so ausbrast. Ist auch nichts Schlimmes. Also, wenn ich überlege, wie oft der gebraucht wird, der Satz Spinner, da muss man sich nicht so auf den Schlips getreten fühlen. Aber wir müssen das alles einstecken. Ne? Wie gesagt, ne? Der Alte und der Fette oder Alt und der Dicke, der Blödmann aus Goch. Und alles so ganz egal. Aber da muss man sich nicht so auf den Fuß getreten fühlen. Ne? Da muss man ganz einfach auch sachlich bleiben. Ne? Wir sind eigentlich, also ich habe noch nie irgendwo, bis auf jetzt, wenn sich da einer, wie gesagt, auf den Fuß getreten fühlt, dass ich gesagt habe. Da war die Rache, weil ich gesagt habe, Spinner, aber das ist doch halb so wild. Aber da müssen sich doch andere auch mal ein bisschen zurückhalten. Ne? Wir können ja nicht nur immer die Schnauze hinhalten. Ne? Das ist. Ja, so sehe ich das auf jeden Fall. Ja? Das ist, ich fühle mich auch beleidigt, wenn einer sagt, der Alte, der Dicke, der Fette. Ja, das wird übersehen. Ach, da schreibt sich Spinner, oh, Hilfe, Hilfe. Gut, ich habe mich entschuldigt, alles ist gut. Und bitte haltet ihr euch da auch dran. Das ist wirklich ganz einfach so. Ne? Wir sind echt, ich sage immer von uns, wir sind liebe Leute, wir tun keinen was. Ich komme mit jedem Kunde tipptopp aus. Und da muss man aber das auch mal akzeptieren, ja? Damit man uns auch nicht immer, dann bei anderen Firmen, Händlern, die Texte, der Spinner und jetzt macht er das wieder und dann stellt er das um und dann wird er jetzt was mogeln und alles so ein Scheiß und gelevelte Produkte und Betrüger. Das schreiben die alles, hast du gelesen, hast du mir selbst gezeigt, was die da reinschreiben. Da müssen wir einen Panzer haben und einmal schreibst du, oh, Hilfe, Hilfe. Also, wie gesagt, ich habe mich entschuldigt, fertig, aber dann finde ich auch nicht richtig, wenn bei anderen da drunter steht, sollen die das doch mal löschen. Wenn bei mir irgendwo einer über dem Händler, wenn bei mir einer reinschreibt, ja, der Händler, das ist ja auch, dann lösche ich das sofort. Ja, dann lasse ich gar nicht zu, aber andere lassen das schön stehen, vielleicht kommt das dann besser, ich weiß es nicht. Also wie gesagt, wir tun keinem was und das ist ganz einfach so und dann sollte man sich aber auch mal selber an die Nase packen, dass man einfach mit solchen Äußerungen wie alte, dicke, fette Blödmänner aus Goch und so weiter,
Ist einfach so, da müssen wir einen Panzer haben. Also, liebe Camper, jetzt macht der Flo mit euch weiter. Trotzdem noch ein sehr, 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 sehr schönes Wochenende. Hiernach müssen wir noch eine Woche, dann geht es mal langsam ein paar Tage in Urlaub. Da sind ja nur ein paar Tage. Wenn du überlegst, das ganze Jahr bist du am Knüppeln hier wie ein Gestörten. Und ein paar Tage Urlaub, das ist nichts. Aber gut, geht nun mal nicht anders. Bleib lieb, ich bleibe auch lieb. Versprochen. Ja, siehst du, wir machen jetzt eben die Brennstoffzelle wieder raus. Unter da, da wo die Seilwinde ist, ist noch ein schönes Fass. Ich werde später das Brett teilen, ich werde da ein bisschen umbauen, weil du brauchst ja Platz, ne? In jeder Ecke ist Platz, war Helge? Ja. Überall ist Platz. Ja, siehst du? Schieb die mal ein Stück nach hinten, die Brennstoffzelle. Ich habe da schöne Stopfen reingemacht. Warte. Ja, die nehmen wir jetzt raus. Siehst du da, ich habe da zwei so von HT, zwei so Deckel reingemacht. Ja, nur mal jetzt auf die Schnelle, ne? Ich will immer was Schönes fertigen, ne? So, die geht, wie gesagt, die geht jetzt raus. Aber dahinter ist viel Platz, ne? Muss ich echt sagen. Ja, liebe Camper, so ist das. Und hier, ja, und hier, guck mal, der wird nachher abgeholt. Läuft jetzt seit 4 Tagen, ne? Minus 15,6. Er läuft jetzt. Was hat er denn hier? Warte mal gucken. 6,8. Was ist der? Der hat 7. Da ist die Batterie leer. Der hat 6,8. Ja, 7. Ne? Siehst du, 7. Und der hat 6,9. Der hat das Gleiche. Oh, läuft, ne? Der hat jetzt die ganze Woche gelaufen. So sieht's aus. Ja, hier, Mikrofon. Du lachst schon wieder. So, liebe Camper, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich will hoffen, dass ich heute auch ein bisschen zeitig fertig werde. Aber wir werden sehen, ne? So ist das. Daumen hoch, Kanal abonnieren und alle lieb sein. Zähle ich mich auch zu. Und hier hast du dein Mikrofon.